Hallöchen, ihr Lieben. Ihr seht hier ein bunt verbreitetes Chaos. Das sind so gut wie fast alle, es fehlt natürlich noch ein bisschen was, aber fast alle Mittel und Medien, die wir heute brauchen, um, ich wollte jetzt gerade sagen, sechs verschiedene Karten. Es sind sechs verschiedene Techniken, nenne ich es mal. Aber es sind insgesamt 9 Karten, die wir heute zusammen zaubern oder die ich für euch hier heute gemacht habe, damit ihr euch ein bisschen Inspiration für den Muttertag holen könnt. Oder aber auch abgeändert einfach euch inspirieren lassen könnt für sämtliche andere Karten. Ob das Geburtstagskarten sind oder Jugendweihekarten kommen ja jetzt auch noch ins Haus. Und ja, da möchte ich euch einfach heute mit inspirieren. Und wir legen auch direkt los, denn wir haben ordentlich was zu tun. So, das ist Karte Nummer 1. Sie ist sehr 3D-mäßig. Na, also ich weiß nicht, ist glaube ich ein bisschen schlecht zum Verschicken, aber zum persönlich Übergeben ist es eine schöne Sache. Ich zeige euch jetzt, was ihr für Material braucht und dann legen wir zusammen los. Für Karte Nummer 1 brauchen wir eine Klappkarte, gegebenenfalls mit Umschlag. Ein farbiges Papier, wenn ihr das möchtet, um hier einen Kontrast zu schaffen. Dann brauchen wir Tonpapier in verschiedenen Farben, eine Schere, einen Feinliner und Kleber. Gegebenenfalls auch Flüssigkleber. Wenn wir unser Material zusammengesammelt haben, werden wir als erstes mit den Blümchen beginnen. Und zwar, die sind gar nicht so kompliziert, wie sie aussehen. Wir brauchen dazu das verschiedene Tonpapier. Dann brauchen wir eine Schere. Ich werde mir mal mit einer größeren Schere nur so ein Quadrat ausschneiden. Gar kein perfekter Kreis sein. Das kann auch ruhig ein bisschen wellenförmig geschnitten werden. Und dann fangen wir an. Ich werde jetzt bloß mal die geraden Kanten abschneiden. Und dann fangen wir an, eine Spirale hier reinzuschneiden. Muss auch nicht gerade sein. Kann auch ruhig ein bisschen wellenförmiger sein. In der Mitte angekommen sind. So, dass wir am Endeffekt so ein Ergebnis hier haben. Das machen wir jetzt so oft, oder das macht ihr jetzt so oft, so viele Blüten, wie ihr drauf haben wollt. Ich werde jetzt aus jedem mal 2 ausschneiden. So, und wenn ihr die jetzt fertig ausgeschnitten habt, stellt euch einen Kleber bereit, denn jetzt werden die Blümchen quasi zusammengedreht. Also ich knicke mir den Anfang hier etwas ein, dann werde ich dort ein bisschen Kleber drauf machen, um das alles ein bisschen zu fixieren. Und leim das hier dann fest, dass so ein kleiner Trichter entsteht. Und darum wickle ich dann diese ganze restliche Papierschlange. Kann sein, dass sich das ein bisschen locker anfühlt. Macht es auch nicht zu straff. Es soll ja ein lockeres Blümchen werden.
Seht, das ist eine Fummelarbeit. Das Ende klebe ich hier dann fest. Sonst trudelt es ja alles wieder auf. Hier mal großzügig Kleister drauf. Versuche das jetzt mal hier auch zu kleben. Na doch, das hält ganz gut. Okay, probieren wir uns an der nächsten. Ich klebe mir das hier wieder ein. Mache hier wieder Leim drauf. Kleber. Entsteht. Jetzt probiere ich es mal zwischendurch mit ein bisschen Kleber. Auch nicht das Wahre. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Bastelfan. Aber was man nicht alles tut, wenn es um einen lieben Menschen geht. So, aber das Ende klebe ich auf jeden Fall wieder fest. Würde hier auch gleich großzügig Kleber drauf machen. Es wäre jetzt natürlich schon vom Vorteil, wenn das jetzt schon zugeschnitten wäre. Das werde ich auch, glaube ich, gleich machen. Die drehen wir jetzt mal hier auch schnell ein, ohne dass ihr mir bei dem Debakel in Echtzeit auf die Hand schauen müsst. Meine Blumen machen sich selbstständig. Es gibt bestimmt jemand, der hat das schon mal schöner gemacht. Aber es sollen ja eigentlich auch bloß Anregungen und Ideen sein. So, jetzt werden wir mal schauen. Das ist die Karte.
Blümchen raus, nochmal mit einer neuen Ladung Kleber. Flüssigkleber. Flüssigkleber ist die Lösung. Passt natürlich auf, dass ihr eure Karte hier nicht einsaut. Benutzt den so selten. Das braucht natürlich auch eine Weile zum Trocknen, aber ich glaube, das hält dann gut, wenn es getrocknet ist. Wie gesagt, die sind jetzt noch recht locker, das ist jetzt aber natürlich auch Flüssigkleber und der braucht tatsächlich einen Moment zum Trocknen. Das ist aber gar nicht so schlimm. Wir können hier trotzdem schon die Karte im Endeffekt fertig gestalten, denn ich hatte geplant, hier unten eine kleine Vase hinzuzeichnen. Ich zeichne die jetzt mal ganz lose mit dem Bleistift vor. Hier einen kleinen Blumenstrauß. Karte Nummer 1. Gebt ihr auf jeden Fall Zeit zum Trocknen. Eine ganz süße Idee. Karte Nummer 2 ist einer meiner Favoriten. Die ist sehr flauschig. Hier sind Federn aufgeklebt. Und wie das jetzt funktioniert, das zeige ich euch. Wir brauchen eine Karte, gegebenenfalls mit Umschlag, ein Papier, um einen Kontrast vorne zu schaffen in der Farbe eurer Wahl, Federn, einen Fineliner und einen Klebestift. Als erstes werde ich mein farbiges Papier als Kontrast, damit das Bild des Vogels besser hervorsticht, hier wieder aufkleben. Dann suche ich mir aus meinen Federtüten hier ein paar schöne Federn raus. Da können auch gerne ein paar kleine und flauschige dabei sein. Können natürlich auch bunte Federn sein. Das sieht bestimmt auch total toll aus. Zu groß sollten sie auf jeden Fall nicht sein. Heißt, zu groß, zu lang sollten sie nicht sein. So, dann gucke ich mir das mal an hier, wie wir das hier am besten legen. Ich möchte natürlich auch, dass man so wenig von dem Federkiel hier am Ende sieht, ne?
Krümelchen entfernen. Und hier würde ich jetzt auch gar nicht mit Flüssigkleber rangehen. Wirklich vorsichtig mit dem Klebestift, weil die feinen Federn hier halten das ja eigentlich schon. Und versuchen nicht zu viel Kleber zu nutzen, sonst verleimt ihr euch, also sonst macht ihr euch diesen ganzen, die ganzen Federn kaputt eigentlich, ne? Versucht auch in Federrichtung zu leimen. Das sitzt doch alles schön locker, so wie ich das gerne haben wollte. Ich habe jetzt hier natürlich auch eine Federrichtung eingehalten. Und jetzt mal schauen, dass ich so ein bisschen die Federkiele nach da oben verdecke. Dann brauchen wir eigentlich nur noch ein Köpfchen. Das sieht doch ganz putzig aus. Machen wir mal den Halttest. Das hält alles. Sieht sehr locker aus, aber es hält alles. So gefällt mir das ganz gut. Und jetzt packen wir mal die restlichen Federn weg. Oder ihr klebt hier noch weiter und unten welche ran. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich packe die mal wieder ein hier. Jetzt freut sich meine Kitty nachher noch. Den Stift brauchen wir auch nicht mehr. Dann kommt jetzt hier eigentlich nur noch ein Schnäbelchen ran und ein paar Beinchen. Ein Auge könnte man so, man könnte auch eins aufkleben. Und zum Schluss würde ich hier einfach nur noch ein Herzchen machen. Und so haben wir doch ein süßes Vögelchen aufs Papier gebracht. Das gefällt mir total, besser als erwartet. Ja, Idee Nummer 2. Karte 3 und 4 hat mich in meine Kindheit zurückgebombt. Das hat so einen Spaß gemacht, diese Karten zu machen. Und ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß. Was ihr jetzt dafür braucht und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Wir benötigen 2 Karten diesmal. Eine Kartoffel. Acrylfarben in den Farben eurer Wahl. Und ein Cuttermesser oder ein anderes Messer. Und ein Tuch zum Abwischen. So, jetzt wird's spannend. Jetzt mache ich seit Ewigkeiten mal wieder einen Kartoffeldruck
eigentlich, ein Stempel aus Kartoffeln. Und ja, ich bin gespannt. Wie malt man sich denn hier was vor? Mit einem Bleistift am besten. Ich mache das jetzt hier wirklich aus dem Bauchgefühl heraus. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig mache. Ist auf jeden Fall auch eine tolle Idee, um das mit Kindern zu machen, ne? Also ich habe das ja früher auch in der Schule, im Kindergarten. Na, das sieht ja ganz gut aus hier. Dazu nehme ich mir die Acrylfarbe. Ich habe mir hier so einen alten Papierstreifen, wo ich die Acrylfarbe drauf machen werde. Habe mir hier sogar drei ganz typische Farben halt ausgesucht. Ich habe jetzt Rot, Pink oder hier steht ja Primärrot. Was haben wir hier noch? Vermilion und Weiß. So, zum einen habe ich eine Schablone hier, eine Herzschablone. Die habe ich von irgendeinem Ausschnitt mal, aber ihr könnt es auch ganz einfach selber machen. Ihr könnt ein Papier falten und dann quasi eine Seite vom Herz ausschneiden und dann ist es recht symmetrisch. Ja. Ich habe das jetzt hier schon fertig, deswegen benutze ich das jetzt und werde mal gucken, was das hier wird. Wie gesagt, ich experimentiere mit euch zusammen. Es wäre natürlich ganz sinnvoll, sich die Schablone vielleicht ein bisschen festzukleben. Vielleicht nimmt man ein bisschen Klebestreifen. Das ist nicht so, es haftet nicht so stark. So schlau war ich jetzt natürlich nicht. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass das hier einfach bleibt, wo es ist. Um die Kartoffeln ein bisschen frei von Farbe zu machen, nehmt euch am besten ein Tuch parat. Geht ja bei der Kartoffel eigentlich auch recht gut ab, weil die ja auch feucht ist.
So, ganz zum Schluss kommt der härteste Kontrast mit dem Weiß. Gefällt mir in der Tat sogar sehr gut. So, wenn wir das jetzt hier wieder sauber machen, wir brauchen den gleich noch, also noch nicht entsorgen. Ich habe ja noch eine zweite Karte mit diesem vor. Und dann nehmen wir mal die Schablone hier raus. Ihr könnt das natürlich noch viel, viel mehr, ne? Hier oben und da unten. Ich sehe hier auch gerade an den Seiten. Ach, da können wir noch ein bisschen rummanschen. Na, das sieht doch ganz schön aus. Das gefällt mir in der Tat sogar richtig gut. Und hier kann man jetzt noch einen schönen Spruch reinschreiben oder alles Liebe zum Muttertag. Also da kann man sich ja auch kreativ auslassen. Das wäre Karte Nummer 1 mit der Technik. So, und Karte Nummer 2. So, das mache ich mal nochmal sauber hier. Da gehen wir hier quasi wild drauf los. Auf der Karte. Selbst wenn ihr keine Kinder habt, es macht total viel Spaß. Und man kann so richtig schön Farben matschen. Fände ich auch eine tolle Idee für eine Geburtstagskarte, wenn man hier einfach nur einen Kreis nimmt. Ja. Finde ich das auch ganz cool. So, ich mache den jetzt mal nicht sauber, um einfach ein bisschen zu mischen mit den Farben hier. Das lassen wir jetzt trocknen. Oder allgemein, das lasst ihr jetzt trocknen. Und dann könnt ihr da auch natürlich noch was draufschreiben. Ne? Mit einem schönen, dicken schwarzen Stift, vielleicht ein Edding oder sowas, damit der richtig ordentlich deckt. Oder ihr lasst es halt einfach so und schreibt drinnen noch einen schönen Text. Ne? Ich habe mich für euch wieder mal an eine Pop-Art-Karte gewagt. Es wird ein bisschen fummelig und ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen und es macht echt Spaß. Ja, was ihr dafür braucht, schaut jetzt gleich mal. Wir brauchen eine Klappkarte eurer Wahl. Wir brauchen Tonpapier als Einleger in der Farbe eurer Wahl. Wir brauchen ein Falzbein. Wir brauchen einen Klebestift. Ein Bastelmesser oder ein Skalpell, ein kleines Cuttermesser würde auch gehen, ein Bleistift, ein Radiergummi, ein Lineal, ja, das war's. Als erstes werde ich den Einleger für den Inhalt der Karte, dort wo das Mama stehen soll, zurechtschneiden.
werde dafür meine Schneideunterlage benutzen. Ich habe mir hier vorher ausgemessen, wie weit ich es ungefähr haben möchte. Ich möchte es ungefähr 15 mal 22 sind das, glaube ich. Dann habe ich ungefähr 1 cm Abstand zum Rand. Dann werde ich mir die Mitte kennzeichnen. Das ist ja bei 22, naja, fast 22. 11,5 sagen, aber nein, es sind nur 11. Alles mit Bleistift, versucht nicht so doll aufzudrücken. Dann werde ich 1 cm daneben markieren. Und nach oben hin. Also, das hier ist die Falzlinie im Nachhinein. Dort wird in der Mitte dann das ganze Papier gefalten. Auf dieser Linie, das ist quasi meine Grundlinie, wo ich das Mama drauf schreibe, in großen Druckbuchstaben. Die großen Druckbuchstaben sollen ungefähr die gleiche Breite wie mein Lineal haben. Das sind ungefähr 2,5 bis 3 cm. Und nach oben hin brauche ich auch noch ein bisschen Abstand, denn ich möchte ja, dass das Mama sich dann abhebt und da werde ich genau wie unten auch 1 cm nehmen. Dann haben wir jetzt ziemlich viele Linien, aber das schaffen wir. Hier ist, wie gesagt, unsere Grundlinie, auf der wir schreiben. Mama, ich mache das hier jetzt alles mal per Gefühl und Augenmaß. Ihr könnt euch das natürlich auch, wenn ihr wollt, ordentlich abmessen. Hier muss ich jetzt natürlich vorsichtig sein, dass ich hier unten an der Linie nicht lang schneide. Ja. Also wir werden auf jeden Fall die Buchstaben hier markieren und wir müssen den Buchstaben ja oben auch noch festhalten. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen länger werden. Gerade nach oben, das A. Weil wenn die Karte jetzt zusammenklappen, ist quasi das, was nach oben kommt. Und das bleibt hinten. Jetzt markieren wir die Stellen, die rausgeschnitten werden. Das sind zum einen diese und diese. Beim M genau das gleiche hier und hier. Das vom A
Körper und der Rest bleibt stehen. Hier gehen wir nur einen geraden Schnitt entlang. Ja, das wird nicht rausgeschnitten. Auch hier nur einen geraden Schnitt am äußeren Rand des Buchstabens entlang. Ihr braucht dafür eine Schneideunterlage oder legt euch eine stärkere Pappe drunter. Dann braucht ihr ein Bastelmesser bzw. ein Skalpell. Es würde aber auch mit einem kleinen Cuttermesser gehen. Das wäre auch kein Problem. So. Wenn ihr ein Stahllineal habt, könnt ihr euch das als Stütze, dass ihr nicht schief kommt, daneben legen. Ich gehe jetzt erstmal nur die Geraden hier entlang. Wenn ihr ein bisschen schief kommt, dann lasst es so. Versucht da nicht irgendwie was rumzuschneiden. Das kann alles mal passieren. Deswegen auch immer schön langsam arbeiten und sorgsam. So, jetzt kommt eigentlich der schwierige Teil und das ist der Teil, in dem gefalten wird. Ich würde jetzt erstmal so weitestgehend alle Linien wegradieren, die wir nicht mehr brauchen. Das sind zum einen diese Linien hier auf dem Buchstaben direkt. Jetzt müssen wir auch noch mal falzen. Wo kommt jetzt quasi ein Knick? Ein Knick kommt am unteren Rand des Buchstaben. Ein Knick kommt hier am oberen Rand des Buchstaben. Das brauchen wir auch nicht. Hier dürfen wir nicht vergessen, das ist die Kartenmitte. So, jetzt können wir erstmal alles wegradieren. Ach nee, stopp. Den Knick brauchen wir ja auch noch. Hier wird ja auch nochmal gefalten.
jetzt erstmal. Sehr schön vorsichtig. Wir gehen jetzt mal hier ganz vorsichtig ran und wollen falten. Das ist jetzt ein bisschen Friemelarbeit, das geht bestimmt auch noch einfacher. Wenn ihr seht, dass hier alles ordentlich gefalten und geschnitten ist, dann könnt ihr das auf jeden Fall einmal zuklappen, damit das einmal ordentlich richtig durchgefalten wird. Und wenn ihr dann seht, wenn ihr es aufklappt, ach, das gefällt mir richtig gut. Das ist schön geworden. So, jetzt müssen wir es natürlich noch einkleben. Und zwar kleben wir das erst an einer Seite fest. Und ich finde, das ist eine sehr schlichte, aber auch eine sehr elegante Karte. Also hier sind jetzt überall noch ein paar Bleistiftlinien, die müssen noch weg. Man kann jetzt hier auch noch ein Herzchen mit einschneiden, bevor man es aufklebt oder irgendwelche anderen Figuren. Ich finde, solche Karten müssen von außen immer ganz schlicht sein, damit drinnen dieser Wow-Effekt einfach da ist. Ja? Also eine Pop-Up-Karte. So, der nächste Schwung Karten kann bei euch ganz anders aussehen. Also das hat unglaublich viel Spielraum, um Dinge weiter zu verarbeiten. Die sind auch noch eigentlich, würde ich sagen, so gut wie gar nicht fertig, obwohl das Schlichte mag ich sehr gerne. Man kann jetzt hier noch was dazu schreiben oder ähnliches. Und die Materialien zeige ich euch gleich und natürlich auch, wie ich es gemacht habe. Viel Spaß! Wir benötigen Schnur, Paketschnur, Wollfaden, das was ihr da habt, eine Schere, ein Bastelmesser, ein Bleistift, ein Klebestift, zwei Karten und farbige Papiere oder Tonpapier. So, für unsere nächsten zwei Karten brauchen wir prinzipiell eigentlich auch nicht viel. Legt mal beiseite. Hier sind die Karten. Ich messe mir hier ungefähr aus, was ich an Größe haben möchte. Wie viel Rand ich stehen lassen haben möchte. Jetzt möchte ich mal ein bisschen mehr. Ich glaube, hier würde ich jetzt mal 9 cm mal 14.
hier werde ich mir ein paar Herzen ausschneiden. Vielleicht habt ihr ja auch einen Stanzer. Ich werde die Herzen jetzt versuchen, recht ordentlich auszuschneiden, da ich sie noch für die zweite Karte benutzen möchte. Das heißt, wir brauchen hier gar keine große Verschwendung. Ich nehme dafür jetzt nämlich das Bastelmesser. Und Herzchen Nummer 3. Das muss man noch nicht mal wegradieren, denn ihr könnt es einfach umdrehen. Und das kleben wir dann nämlich hier drauf. Aber vorher mache ich hier noch eine Paketschnüre ran. Die wickle ich jetzt da nicht drum. Mache ich nämlich anders. Dann mache ich nämlich hier eine Schleife. Und dann muss ich mal so. Und dann könnt ihr das hier auch noch verzieren, und zwar auch mit dem schwarzen Feinliner. Könnt ihr hier nochmal als Umrandung rumgehen. Könnt hier natürlich auch als Untergrund auch noch mal andersfarbiges Papier nehmen, dann kommen die Herzen noch mal ganz anders zur Geltung. Ansonsten wäre das Karte Nummer 1. Und bei Karte Nummer 2 mache ich auch noch mal ein Schleifchen. Die Bleistiftstrich auch einfach nach unten. Die können wir hier nämlich auch so aufkleben. Schleifchen noch aufkleben.
bearbeiten. Und dann kann man hier natürlich auch noch mit verschiedenen Papieren arbeiten und auch nur noch was Kleines dazu schreiben, alles Gute zum Muttertag oder ähnliches. Und dann hat man mit wenig Aufwand gleich zwei Karten. Die letzten beiden Karten, die habe ich auch neben der Kartoffeltechnik mit echt in mein Herz geschlossen. Die sehen sehr beide sehen sehr minimalistisch aus. Mir gefallen sogar die hier vom Minimalistischen her sogar noch viel, viel besser. Muss nicht mal unbedingt eine Muttertagskarte sein, kann ja sogar eine Geburtstagskarte sein, auch diese. Und ja, das hat mir irgendwie ein bisschen Seelenfrieden gegeben, diese Karte. Ich zeige euch mal, wie ich sie gemacht habe. Wir brauchen zwei Karten, gegebenenfalls mit Umschlag. Wir brauchen Tonpapier in verschiedenen Farben oder vielleicht sogar gemustertes. Einen Herzstanzer und Kleber. Und gegebenenfalls auch eine Auflage für die Karte, wenn ihr mehr Kontrast rausholen möchtet. Jetzt kommen wir zum Werk mit dem Herzstanzer. Den habe ich mir, glaube ich, mal bei Sostrene Grene gekauft. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ihr könnt natürlich auch Herzen ausschneiden. Es ist natürlich einfacher und schneller mit einem Herzstanzer. Wir machen jetzt hier wieder zwei Karten. Bei der ersten Karte möchte ich einen hellen Hintergrund haben. Ihr seht schon, die Tonpapiere sind ein bisschen dunkler. Und dementsprechend möchte ich, dass sie ein bisschen hervorstechen. Deswegen klebe ich jetzt erstmal den weißen Hintergrund auf. Dann werde ich hier Herzchen aufkleben. Oben 6 und unten 6. Hat jetzt keine besondere Bedeutung, dass es 12 nur sind, sondern weil ich in der Mitte einen Streifen freilassen möchte. So, ich habe jetzt von jedem 5. Jetzt brauche ich von jeder Farbe auch noch eins weg. Jetzt wird es wieder ein bisschen fummelig, denn ich werde die jetzt hier einmal in der Mitte falten. Auf die Falzkleber auftragen. So, das ist Karte Nummer 1. Hier kann man zum Beispiel in die Mitte noch etwas reinschreiben. Und bei Karte Nummer 2 machen wir es auch wieder ganz schlicht. Da wird aber auch gefaltet in der Mitte. Schlicht und minimalistisch.
ganz minimalistisch. Kann man auch noch was Kleines zuschreiben und mag ich total gerne. Also ihr seht auch hier relativ fix zwei Karten gestaltet. Puh, das war jetzt aber auch eine ordentliche Rutsche, die wir hier gemacht haben. Ich bin total überwältigt von den Ergebnissen, die so spontan zum Teil, also ich habe wenig vorbereitet. Ich habe vieles spontan jetzt hier für euch zusammen gemacht und ich mag die Ergebnisse total gerne. Das mit den Kartoffeln-Stempel hat mir am meisten Spaß gemacht. Das ist so kann eine schöne kleine Sauerei werden, ist aber auch bestimmt eine ganz tolle Aktion mit Kindern zusammen. Aber auch hier mit den Federn. Es sind schlichte, aber auch ein paar knallige Karten dabei. Ich habe sie jetzt mit Absicht unbeschriftet gelassen, da ich selber noch nicht weiß, was ich mit den Karten weiter anstellen möchte, weil ich habe ja auch nur eine Mama. Und ja, die würde sich sicherlich über alle Karten freuen. Wenn Mama, wenn du zuschaust, ich weiß noch nicht, was du für eine Karte bekommst. Vielleicht auch gar keine, die du hier siehst, sondern vielleicht auch eine ganz andere. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Nach- und Mitbasteln. Ich hoffe, dass ich euch hier wirklich einen guten Schwung Inspiration geben konnte. Ich bin mit den Ideen mit Sicherheit nicht die Erste. Ich habe mir auch so ein paar Ideen zusammengesammelt und wollte einfach für euch kompakt was in einem Video zusammenbasteln. Und wie gesagt, ich bin total überwältigt von den Ergebnissen. Ihr könnt diese Karten als Inspiration natürlich für den Muttertag verwenden, aber auch für Geburtstagskarten oder sämtlichen anderen Anlässen. Wenn euch das Video, was ich hier für euch gemacht habe, euch gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen da und auch gerne ein Abo. Und wenn ihr eure Ergebnisse in den sozialen Medien teilt, dann verseht es doch gerne mit dem Hashtag Sonntags mit Lillis. Da freue ich mich besonders, wenn ihr das teilt und ich werde es dann auf jeden Fall auch mit der Welt teilen, mit meiner Welt, mit den Leuten, die mir folgen. Und ich bin da schon total gespannt drauf. Ich wünsche euch, wie gesagt, mega viel Spaß beim Mitmachen, Nachbasteln, Inspiration holen und wünsche euch ansonsten noch einen wundervollen Sonntag und ganz viel kreative Energie. Tschüss!